Ja, Katzen und Kartons, ne? Katzen und Kartons, ne? Hier, guck, das ist die Katze. Das ist der Karton. Au! So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahmen ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Adi sitzt schon bereit auf dem Paket. Adi, Schatz! Adi! Gut, Adi geht schon mal von dem Paket runter. Wir können das jetzt also nehmen und auspacken. Und das Paket ist von, passt auf, haltet euch fest, von Marc Niemals. Kennt ihr Marc Niemals? Der hat einen Bruder, das ist der Dolepi, ja. Und damit ich es nicht vergesse, haben die, glaube ich, sogar einen Zettel reingelegt und draufgeschrieben, wie sie heißen. Beziehungsweise damit man den Bruder auch grüßt. Also Dolepi habe ich auch schon mal gehört. Marc Niemals ist aber irgendwie präsent in der Community, ist auch richtig GBL erfahren und alles und liest man gerne, mag niemals, ne? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worum es überhaupt ging, weil der mir irgendwas gezeigt hatte und ich habe gesagt, cool, das kenne ich gar nicht oder so. Und dann hat er gemeint, ja, kann ich dir mal eins zukommen lassen oder zwei oder drei oder ein ganzes Paket voll und ich habe keine Ahnung mehr, was das überhaupt war. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, wenn wir jetzt hier dieses Paket aufmachen, was da jetzt eigentlich drin ist. Denn es scheint ja nicht nur das zu sein, um was es ging. Es scheint noch was anderes zu sein und ein bisschen mehr zu sein. Bei der Gelegenheit, wenn man mal die Adresse hat, dass man auch ein bisschen Scheiße reinpacken kann und verschicken wie beim Knossi. Und dann, nein, so natürlich nicht, gell, Adi? Adi, Schatz. Ja, ich weiß, du wartest, dass wir es aufmachen. Hier steht also Marc und André. Fertig. Ne, warte mal, ich glaube, das ist ein Doppelname. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Marc Niemals. Marc, wenn ihr auch nie mögt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir machen das jetzt mal auf. Dieses, dieses fette, große Paket. Ich habe jetzt in letzter Zeit diese komischen Motive da gesammelt. Biene Maya, Benjamin Blümchen, die Sendung mit der Maus. Was ist denn mal als Packpaket-Ding-Zeugs gibt. Aber das scheint irgendwie sogar ein bisschen stabiler und fetter, robuster zu sein. Jetzt machen wir das Ganze auf, ziehen das mal nach hinten und haben jetzt hier einen Zettel. Da steht erstmal drauf. Hi Ramses, wir möchten uns sehr für deine täglichen Videos und Hilfsbereitschaft bedanken. Wir wünschen dir einen guten Hunger und Durst. Wir hoffen, dass unser Paket dir gefällt. Viele Grüße von Marc und Pierre. Pierre. Marc und Pierre. Marc Niemals und Pierre Dolepi. Hier sieht es zwar aus wie Polepi, aber Dolepi. Adi, den Zettel müssen wir uns wieder aufheben, damit ich immer weiß, wer mal was geschickt hat. Und damit ich in 10 Jahren drauf gucke und sage, ach, der Marc, den habe ich ja schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Nach dem Paket war Schluss, vorher war der immer da. Was ich als erstes hier sehe, ich habe gerade die Zwiebel-Challenge gemacht, es war wirklich die Hölle, meine Zunge ist total, ich habe vorhin gedacht, meine Zunge ist auf und blutet, weil das so gebissen hat und so eklig und das erste, was ich hier drin sehe, sind Pepper King Cabanero Kesselchips, extrem scharf. Beim Heiko haben wir letztes Mal welche getestet, das waren die Tortillas von den Pepper Kings, habe ich gesehen, ich kenne die normalen, die Habanero Kessel. Die Habanero Kessel waren irgendwie viel schlimmer, die Tortilla aber irgendwie haben mir besser gefallen, weil ich mag irgendwie Tortillas. Jetzt wieder der Mann mit dem Unterhemd, jetzt kommt so eine Tüte wieder hier an. Ramses, ich glaube ich sterbe, dieses scharfe Zeug. Ich werde einfach Pupsi probieren lassen, die kann die dann essen. Gleichzeitig sehe ich hier Burning Pain Habanero. 200.000 Scoville, extrem scharf, von Kindern fernhalten. Die habe ich sogar auch schon mal probiert, die habe ich auch schon mal getestet irgendwie, außer ich habe das Video noch nicht hochgeladen. Verdammt, die habe ich schon mal getestet, da gab es auch verschiedene Sorten, ich glaube drei verschiedene. Das Video habe ich noch gar nicht hochgeladen, das fliegt noch irgendwo auf dem Rechner rum. Und ich glaube, ich habe die sogar verglichen mit den Pepper King. Sind die aus dem Rewe?
Auf jeden Fall, okay, die anderen sind nämlich leer, dann hat man jetzt ja guten Vorrat, wenn man mal Gäste da hat. Die Jenna und die Bianca, die werden sich freuen, wenn ich sage, ich habe da noch ein paar Kartoffelchips, greift da mal rein, ne? Also, beziehungsweise, vielleicht kann ich ja mit denen die einfach nochmal testen, dass man auch verschiedene Meinungen dazu hat. Perlen vor die Säue war gestern, hier haben wir jetzt hier Zeitungspapier, aber nochmal Zeitungspapier, noch mehr Zeitungspapier, so viel Zeitungspapier überall. Ah, die nicht an das Papier fressen, muss ich jetzt hier belagern. Ah! Guck mal, Adi, es wird langsam gemütlich, oder? Hier vorne können wir noch eins reintun, da hast du gerade Platz gemacht. Schmeiß das doch nicht rum, bist du denn verrückt? Ich habe immer noch Reserve, guck. Hier ist noch was. Ne, da ist was drin. Hier ist noch was. Hier ist auch noch was. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Okay, willst du spielen? Yo, gib mir 5. Hier ist noch was. Adi Schatz, alles Gute, alles Gute. Ah, und hinter dich, ja, hat's doch wieder vorgeholt. Guck dir das an, wie er da sitzt in seinem Paradies, in seinem Papierhaufen, warum nicht? Jetzt muss ich das aber nochmal hinstellen. Jetzt muss ich aber mal auspacken, sonst geht das Video zu lang. Adi, es tut mir leid, wir haben nicht so viel Zeit. Wir packen jetzt mal das hier aus und gucken, was da drin ist. Oh! Ach du Scheiße, Habanero Dip. Jetzt wollte ich sagen, das ist ja schön. Zu den Habanero Pepper King Chips gibt es Dip, damit die besser schmecken und nicht so scharf sind. Verstehst du? Wenn das aber Habanero Dip ist, dann sind die ja doppelt und dreifach so scharf, wenn der Dip auch noch reinhaut. Alter Schweizer. Mit Tomaten und Habanero Pulver. Extrem scharf. Alter, ich glaube, das wird nichts mehr. Die nächsten Streams müssen abgesagt werden. Wegen zu viel scharf dabei. Dann haben wir hier eine Dose. 5-0er Original Citrus Bier. Die ist sehr beliebt, kaufen die Leute immer hier im Rewe, aromatisiert mit Wodka. Wer das noch nicht kennt und wusste, 5-0er hat auch eine Wodka-Bier im Angebot, Sorte, Dose. Dann haben wir ein Flaschenbier, ein Baltic Stout mit 7,5%, seltenes Bier. Von der Inselbrauerei, 4-mal World's Best Beer von den Beer Awards. Habe ich damals, hatte mir Nancy mal mitgebracht, glaube ich, einen ganzen Sack voll verschiedene Biers, die alle in so Papier eingewickelt sind. Wenn da jetzt verschiedene Sorten hier sind, könnte ich ja auch mit Jenna und Bianca das mal testen, weil das sind weltausgezeichnete Biere. Damit die mal sehen, was bei den Welt Beer Awards ausgezeichnet wird. Und da die meisten Punkte kriegt, können wir das nochmal schön vorstellen. Hier ist nämlich noch ein Baltic Ale mit 7,5 seltenes Bier mit dem Adler drauf, dieser Weißkopfadler. Also das ist bestimmt richtig cool. Wenn wir diese außergewöhnlichen Sorten jetzt mal in einem Testvideo zusammen machen, weil wenn ich die einfach bei Chill mit Ramses mir am Montag reinsau, kriegt man ja nichts davon mit. Das geht ja dann unter. Hier Brinkhoffs Nummer 1 Premium Pilsner. Wenn mich nicht alles täuscht, ging es glaube ich genau darum, dass der Brinkhoff getrunken hat und gesagt hat, hier, und ich habe gesagt, kenne ich gar nicht, habe ich glaube ich noch nie gehabt, weiß ich gar nicht, gibt es bei uns wahrscheinlich gar nicht, Brinkhoff, ne, Brinkhoffs Premium Nummer 1 Pilsner, und deshalb ein Bier wie sein Revier. Deshalb hat er gesagt, kann ich dir mal eins schicken. Und jetzt hat er eben zusätzlich noch die anderen Sachen mitgeschickt.
die da dabei sind, haben wir zum Beispiel hier noch Dender Bits von Whiskas. Über alles auf die Katz. So, das kommt auch noch dahin und das kommt dahin und das. Dann haben wir hier noch ein eingewickeltes Döschen. Das ist Dortmunder Kronpilsner. Auch noch nie gesehen, auch noch nie gehabt. Dortmunder Kronenpilsner. Das wäre aber was für Montag. Ich weiß nicht, wo ich es noch hinstellen soll. Legen es mal auf die Heizung. Aber hier noch eine Dose. Schmeißen das nach dort. Paderborner Pilger Naturtrüb aus der Domstadt an der Padda. Naturtrüb, milzsüffig, bernsteinfarben, gebraut mit ausgesuchten Hopfensorten und erlesenen Malzen. Brautradition seit 1852. Oder wir testen einfach alle Biere, die ihr hier schickt. Wenn ich immer Biertasting mit Hannes und Ispo mache, dann kann ich auch Biertasting mit Jenna und Bianca machen. Pilger Paderborner Naturtrüb. Auch interessantes Design. Hier oben da der Dude, der da langläuft mit dem Bier in der Hand, mit dem Bierkrug. Dann haben wir hier noch eine Dose, so wie es ausschaut. Grevensteiner C&A Veltins Naturtrübes Landbier Original, süffig mildem Charakter. Sieht auch sehr altertümlich aus. C-A-V, Kaff. Lebt ja auch in einem Kaff. Schreibt es mal in die Kommentare. 0,5 Liter, ja ist klar, 500 Milliliter. Da steht einfach beides drauf. Dann hier eine große Dose. Das könnte eine Faxe sein. Es ist Faxe. Es ist das weiße Faxe in der Collectors Edition. Mit, genau. Oh, wie hat er gesagt, der Ispo, da ist der Edge drauf, der säuft sich ein ganzes Fass. Eine Dose Faxe Premium Qualität Lagerbier. 1 Liter, 5,0%. Oh, Faxe Challenge. Nein, damit muss man sehr bewusst umgehen, ja. Dann haben wir hier noch ein kleines Döschen. Das ist bestimmt was anderes, oder? Das ist ein. Zack, da ist es. Es ist ein Mann. Nein, es ist nicht das Design der Dose. Das ist immer noch irgendwie Zeitungspapier. Aber das ist aber eingepackt. Das ist am besten eingepackt, wenn ich das mit dem Rest vergleiche. Wie ein Knallbonbon. Und haben jetzt hier oben zum Abschluss eine Hanfcola mit echten Cannabis-Sam-Extrakt. Cannabis, Samenextrakt, Hanf-Cola, weiß ich gar nicht, glaube ich habe ich noch nicht. Es gibt ja verschiedene Hanf-Energies und andere Cola-Dings mit irgendwas, aber genau diese Hanf-Cola mit diesem Design in dieser roten Schrift, die dürfte ich noch nicht haben, noch nicht getestet haben, noch nicht gesehen haben. Da wirst du auf jeden Fall wach oder müde, je nachdem, weiß ich nicht. Dann haben wir noch ein paar Sachen für den Adi dabei. Cutstick und Whiskas Trio Crunchy. Dann ist der Karton auch leer. Wir können die Sachen von Adi mal nehmen und können sie in Adi weiter hier in die Badewanne reintun. Da fühlt er sich nämlich. Nein, da fühlt er sich nämlich wohl. Adi, was ist denn? Ja, was ist denn? Ja, was ist? Ja, was ist? Ja, was ist? Adi, 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 Adi! Nee. Adi, such! Muss dich mal reinschubsen in die Wanne. Ah, da wie vom Hell in the Cell Käfig rein. In die Wanne, guck dir das an. Da kommen noch die anderen Wrestler und springen alle hinterher. Er kann gar nichts mehr machen, rettet sich, wer kann. Ah, da sind noch zwei. Eins und... zwei, da ist es, Adi. Und was sagst du jetzt? Ist das nicht super? Guck dir die Wanne an, die Wanne ist voll. Wir werden dem Adi jetzt aber noch einen Snack geben, weil er so gut mitgemacht hat. Und hier Cutsticks sind.
nämlich mit Geflügel und Leber, mit Truthahn, Lamm und hier mit Huhn und Katzengras. Jetzt habe ich erst mit Hund gelesen. Wolltest du schon immer mal einen Hund essen? Dann gönn dir jetzt richtig. Das machen wir jetzt also hier auf. Wir gucken dann gleich mal wie... Nein, du wartest jetzt. Na, Ani, nein. Warte. Willst du mal eins abbeißen? Ne, beiß halt ab. Ne, beiß doch ab. Wie ein Schwein. Ja, zieh. Jetzt hast du das ganze Ding mitgenommen. Das Stück ist noch übrig. Das können wir ihm jetzt auch gleich noch geben, wenn er wieder zurückkommt. Adi, Schatz, guck mal. Ja, brav. Die Sau. Gut, der Adi sagt, glaube ich, danke. Der Adi dreht, glaube ich, komplett durch. Dankeschön an Marc Niemals. Dankeschön, Dolle Pi. Grüße gehen raus und ich hoffe auf eine weitere gute Zeit. Wir werden das alles mal irgendwie testen. Ich werde mir das alles einverleiben. Vielleicht abends mal mit Bianca und Diana die Chips testen mit dem Dip. Oder mal so ein Bier-Tasting machen, wenn die jetzt kommen. Muss ich nicht alleine machen. Ist bestimmt nochmal ansehnlich. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Adi, Schatz.